Hi Leute, mein Name ist Frank und hier vor mir steht die neue Siemens EQ900. In vergangenen Videos haben wir uns ja schon ganz viele Features des Kaffeevollautomaten angeschaut und sind auch schon ins Thema Wartung und Pflege eingestiegen. Und heute nun wenden wir uns einem aus meiner Sicht sehr wichtigen Thema zu, und zwar der Reinigung der Brüheinheit. Grundsätzlich findet ihr hier im Menü Pflege und Wartung den Punkt Reinigung Brüheinheit. Ihr seht hier in 200 Tassen. Aber was ganz wichtig ist, im Gegensatz zum Thema Entkalken und dem Reinigungsprogramm, macht die Maschine bei der Reinigung der Brüheinheit letztendlich nichts selbst. Das heißt, ihr müsst das jetzt nicht anklicken und starten, weil es euch letztendlich nur grafisch zeigt, was ihr zu tun habt, sondern ihr könnt das, wenn ihr eine gewisse Routine habt, einfach selbst kurz durchführen. Das Ganze funktioniert eigentlich auch recht einfach. Und zwar nehmt ihr hier den Wassertank weg. Dann macht ihr hier das Seitenteil ab. Und darin verbirgt sich jetzt die Brüheinheit. Um die Brüheinheit zu entnehmen, legt ihr diesen Schalter hier um und dann könnt ihr sie einfach so rausnehmen. Wichtig dabei, da darf nichts klemmen oder ziehen, das geht alles ganz spielend einfach. Ja, und danach nimmt man die Brüheinheit einfach und spült sie unter fließendem Wasser ab. Also ich weiß, da gibt es auch verschiedene Meinungen dazu. Manche benutzen da auch irgendwelche Bürsten oder ähnliche Dinge. Wenn zum Beispiel hartnäckige Verschmutzungen da mal wären. Allerdings muss ich sagen, ich reinige die Brüheinheit zum Beispiel einmal die Woche und dadurch kommt es hier gar nicht dazu, dass sich irgendwas festsetzen würde, jetzt mal ein bisschen bildhaft gesprochen. Das heißt, in meinem Fall reicht es eigentlich immer aus, einmal hier mit fließendem Wasser drüber zu gehen und dann werden die ganzen Kaffeereste beseitigt und die Brüheinheit ist auch schon wieder sauber. Ist eine Sache von einer Minute, bis das einmal überall von allen Seiten gespült ist. Ihr könnt auch nichts kaputt machen, wenn ihr das bewegt. Also solange ihr im Prinzip nichts mit Gewalt verschiebt, was nicht verschoben werden soll, passiert da auch nichts. Ja, und das war es dann eigentlich auch schon zum Thema Brüheinheit reinigen. Ihr könnt bei der Gelegenheit jetzt natürlich auch gleich die beiden roten Kunststoffteile hier reinigen, auch einfach kurz unter fließendem Wasser abspülen. Nachdem ihr die Brüheinheit abgespült habt, trocknet die kurz ab, dass sie wieder trocken ist eben. Und dann kann man sie einfach wieder einsetzen, auch hier. Und das kann ich nicht oft genug sagen, weil ich das in den Kommentaren immer wieder lese, die Brüheinheit klemmt, da darf nichts klemmen. Also wenn alles richtig ist und alles richtig gemacht wurde, dann geht das immer spielend leicht. Ihr macht dann hier die Verriegelung wieder zu, könnt dann das Seitenteil reinmachen. Ihr seht hier schon, die Brüheinheit rastet jetzt ein. Wassertank drauf und fertig. Für mich persönlich ist das Thema herausnehmbare Brüheinheit immer sehr wichtig. Ich weiß, es gibt auch andere Hersteller, die das anders lösen, also wo man die Brüheinheit eben nicht rausnehmen kann. Und ich will gar nicht sagen, dass das in irgendeiner Form besser oder schlechter ist, aber mir persönlich zumindest gibt es einfach ein besseres Gefühl, wenn ich in den Kaffeevollautomat reinschauen kann und dann die Brüheinheit eben manuell reinigen kann. Dann weiß ich auch, was da drin vor sich geht. Ich werde auch immer wieder gefragt in den Kommentaren, wie oft sollte man das machen? Ich habe es gerade schon erwähnt, ich persönlich reinige die Brüheinheit normalerweise bei unseren Bezugsmengen so einmal die Woche. Ich kenne auch Leute, die machen es zwei- oder dreimal die Woche. Ich kenne es auch Leute, die machen es nur einmal alle zwei Wochen oder alle drei Wochen. Da müsst ihr euch einfach selbst mal ein bisschen rantasten und schauen, wenn ihr nach einer oder zwei Wochen die Brüheinheit reinigt, wie es drin aussieht und dann gegebenenfalls das Reinigungsintervall anpassen. Ja, und das war es auch schon. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann packt die einfach in die Kommentare.